Ja, dann begrüßt Sie wie immer 15 Sekunden zu früh zur mittlerweile 20. Vorlesung in der Vorlesung Kurvenschätzung im Sommersemester 21. Wie Sie sehen, diesmal wieder aus dem gewohnten Raum. Ich habe jetzt einen Zettel an die Tür gemacht. Dieser Raum ist montags und donnerstags von 9.15 Uhr bis 11.45 Uhr für das Livestreaming der Vorlesung Kurvenschätzung belegt. Und ich hoffe, dass es das Problem in Zukunft löst. Okay. Ich starte wie immer mit der Wiederholungsfolie. Dazu muss ich kurz den Bildschirm freigeben. Die Wiederholung haben wir hier. Akrobat Rieder. Wiederholung zur Vorlesung am 24.06.21. Wir hatten das Slow-Rate-Resultat noch fertig bewiesen. Dann habe ich Ihnen gerade noch den Satz hingeschrieben, Satz 3.10. Ich habe noch ein bisschen angefangen damit, den wir heute beweisen werden. Satz 3.10, mn von x ist der Kernschätzer. Also mn von x ist die Summe i gleich 1 bis ny mal k von x minus groß xi durch hn durch die Summe j gleich 1 bis nk von x minus xj durch hn. Mit naiven Kern, also der Kern ist die Indikatorfunktion zur Einheitskugel um die 0 und Bandbreite h n größer 0. Es ist ein c größer 0, es ist ein p zwischen 0 und 1. Und es ist ein Sigma größer 0, p darf nicht 0 sein, also größer 0, aber kleiner gleich 1. Dann gilt für jede Verteilung von xy mit, erstens, der Support von px ist beschränkt, zweitens, die bedingte Varianz von y gegeben groß x gleich klein x ist auf den Support kleiner gleich Sigma Quadrat und drittens, die Regressionsfunktion ist pc glatt, das heißt, in dem Fall, weil p kleiner gleich 1 ist, Hölder stetig mit Hölder-Konstanten c und Exponent p, also Betrag von m von x minus m von z ist kleiner gleich groß c mal Norm von x minus z hoch p für alle x, z aus dem Support. Und für jede solche Verteilung gilt die folgende Abschätzung für den erwarteten L2-Fehler des Kernschätzers. Der erwartete L2-Fehler des Kernschätzers ist kleiner gleich Konstante mal Sigma Quadrat plus Supremumsnorm von der Regressionsfunktion zum Quadrat durch n mal hn hoch d plus unser Groß C zum Quadrat, also C war diese Konstante von der Hölderstetigkeit, mal H in hoch 2. Und dabei ist der Support von Px bzw. von x definiert als die Menge aller x aus Rd mit der Eigenschaft, dass jede Kugel mit dem Radius größer 0 um x eine Px-Masse größer 0 hat. Und wir hatten dann schon in den vorigen Beweisen gesehen, ist groß S der Support von Px beschränkt, so gilt für eine nur von d und dem Durchmesser von S abhängende Konstante C Hut das Integral über Rd über 1 durch n mal Px von S Hn von x Px dx. Dieses Integral ist, weil eben groß S der Support von Px ist, und der Support von Px war eben diejenige Menge, die Maß 1 hat und das Komplement hat Maß 0. Deswegen können Sie hier auch nur über die Menge mit Maß 1 integrieren. Das heißt, es ist eigentlich ein Support über die beschränkte Menge S. Und da hatten wir eben in den früheren Beweisen schon mal gesehen, das ist dann kleiner gleich als C hoch mal 1 durch n mal h hoch d. Das ist Lemma 3.11, das werde ich gleich verwenden. Gut, dann kann ich hier schon Bildschirmteil wieder stoppen. Und wir kommen eigentlich direkt zur Vorlesung, weil das war, was wir heute machen, hauptsächlich der Beweis von Satz 13. Also wir haben unseren Kernschätzer und wir wollen den erwarteten L2-Fehler unter diesen drei Regularitätsvoraussetzungen abschätzen. Und das ist übrigens auch eine Prüfungsfrage, ist eigentlich von dem, was wir schon gelernt haben an Techniken aus dem Satz, zum Beispiel aus dem Beweis von Satz von Stone, relativ straightforward. Wir führen ein den bedingten Erwartungswert unseres Kernschätzers, gegeben x1 bis xn, an der Stelle klein x, den bezeichne ich als m in Hut von x.
mn hoch von x sei der bedingte Erwartungswert von mn von x. Gegen Groß x1 bis Groß xn. Also ich mache den Beweis im Prinzip wie im Skript, ich weise aber in der Reihenfolge ein bisschen davon ab. Wir werden uns nachher erst überlegen, wie mn hoch aussieht. Stattdessen fangen wir direkt mit der entscheidenden ersten Abschätzung an. Wir gucken uns den erwarteten L2-Fehler unseres Schätzers an. Px dx. Und ich zerlege es eigentlich in zwei Terme. Einerseits den erwarteten oder dem Erwartungswert vom Quadrat von mn von x minus mn hut von x. Integriert px dx, andererseits den Erwartungswert vom Integral über mn hut von x minus m von x zum Quadrat px dx. Das mache ich, indem ich mit Fubini erstmal den Erwartungswert reinziehe oder mit dem Integral vertausche. Dann sind sie hier und dann rechenregelnbedingte Erwartungswerte. Wir schreiben den Erwartungswert einfach als bedingten Erwartungswert von dem Ausdruck gegeben groß x1 bis groß xn. Und dann schiebe ich noch eine 0 dazwischen, nämlich ich schreibe mn von x minus m von x um als mn von x minus mn hoch von x plus mn hoch von x minus m von x. Also ich mache gleich zwei Umformungen noch einmal. Und innen mache ich eben den bedingten Erwartungswert gegeben, groß x1 bis groß xn. Und dann geht der totale Erwartungswert wieder zu. Und ich integriere mit x dx. Und jetzt tun Sie einfach ausmultiplizieren, hier innen drin. Sie klammern um. Sie haben dann ein Quadrat von zwei Termen. Der erste Term ist mn von x minus mn hoch von x. Der zweite Term ist mn hoch von x minus m von x. Sie multiplizieren aus und der gemischte Term, der bedingte Erwartungswert vom gemischten Term fällt weg. Und das kennen Sie im Prinzip eigentlich schon. Das ist einfach eine Bias-Varianz-Zerlegung. Allerdings für eben einen bedingten Erwartungswert. Also für eine bedingte Erwartung statt der Erwartung. Ich ziehe einfach, ich habe einen Erwartungswert vom Quadrat und ich ziehe von dem zufälligen Ausdruck den Erwartungswert wieder ab und addieren. Oder ich habe einen Erwartungswert vom Quadrat von dem zufälligen Ausdruck minus irgendeinem konstanten Term und dann nach dem Bias. Als Varianzzerlegung ist es eine Summe von zwei Termen. Das eine ist der Varianzterm, der Erwartungswert vom Quadrat vom zufälligen Term minus seinen Erwartungswert und dann plus dem zweite Quadrat ist dann einfach zufälliger der Erwartungswert des Terms minus der konstante Term. Also vier machen wir den Beweis nochmal, wir multiplizieren einfach aus. Und der gemischte Term. Dann haben wir zwei Quadrate und einen Erwartungswert vom gemischten Term und der Erwartungswert des gemischten Terms ist 0, wie wir gleich sehen werden. Kommen wir hier auf Erwartungswert von. Den äußeren lassen wir stehen. Dann kommen wir also aufs erste Quadrat. Ich komme noch aufs zweite Quadrat und beim zweiten Quadrat brauche ich keinen Erwartungswert, weil der zweite Ausdruck mn hoch von x minus m von x zum Quadrat, der ist ja messbar bezüglich x1 bis xn.
Das heißt, wenn ich dazu den bedingten Erwartungswert von x1 bis xn ausrechne, kommt einfach der Ausdruck selber raus. Dann sind wir hier, der Erwartungswert geht wieder zu und ich integriere für x dx. Und das muss ich jetzt begründen, weil ich habe ja den gewünschten Term wegfallen lassen. Aber das ist die Standardbegründung vom Bias-Varianz-Trade-off-Zerlegung. Also der bedingte Erwartungswert vom Produkt. Also eigentlich der gemischte Term ist zweimal erster Faktor mal zweiter Faktor. Die 2 spielt keine Rolle, wenn ich zeigen möchte. Der bedingte Erwartungswert davon ist gleich 0. Also ich gucke mir den bedingten Erwartungswert vom Produkt an. Ja, was ist das Produkt? Das ist mn von x minus mn hoch von x. Mal mn hoch von x minus m von x. Gegeben groß x1 bis groß x. Und ich möchte zeigen, das ist gleich 0. Sie sehen, was hier steht, ist das mn Hut, war ja nach unserer Definition der bedingte Erwartungswert von mn gegeben, x1 bis xn, ist daher bezüglich der von x1 bis xn erzeugten Sigma-Algebra messbar. Also f von x1 ist messbar. Dann kommen diese Rechenregeln für bedingte Erwartungswerte. So messbare Sachen können Sie rausziehen. Rechenregel bedingte Erwartungswerte. Also ziehen wir die messbare Sache aus, dann sehen Sie, dann steht da m von x minus m von x mal bedingte Erwartungswert von mn von x minus mn Hut von x. Ja, Standardsatz aus der Wahrscheinlichkeitstheorie. Jetzt könnte Ihnen an der Stelle natürlich einfallen, und das wäre ein schönes Beispiel. Das ist ja eine der Prüfungsfragen. Sie machen das als Prüfungsfrage, Sie machen die Umformung. Und dann könnte ich zum Beispiel schön nachfragen, was ist denn mit den Voraussetzungen? Könnte ich checken, kennen Sie die Voraussetzungen überhaupt von dem Satz? Ja, die Voraussetzungen waren ja zweierlei. A, das, was Sie rausziehen, muss messbar sein, das ist hier klar, ne? Aber B, brauchen Sie noch die Integrierbarkeit, und zwar primär, oder die primäre Schwierigkeit ist die Integrierbarkeit vom Produkt. Und dann können Sie sich gucken, warum ist das Produkt irgendwie integrierbar? Ja, und dann kann man wieder argumentieren, wie so oft, alles was da steht, ist eigentlich quadratisch integrierbar. Aber das sehen wir nachher erst, wenn wir uns angucken, was mn gut wirklich ist. Ne? Aber für mn sehen Sie es eigentlich. Mn war ja der Kernschätzer. Ne? Und wenn Sie nochmal bei den Kernschätzer sich erinnern, das mn von x war ja Summe i gleich 1 bis n k von x minus groß x i durch hn mal yi durch Summe j gleich 1 bis n k von x minus i groß xj durch hn. Jetzt können Sie sich überlegen, warum ist das quadratisch integrierbar? Ja, Ihre y und j sind quadratisch integrierbar. Und dann machen Sie ja eine Konvexkombination von den y und j. Diese Gewichte sind ja alle kleiner gleich 1, addieren zu 1 auf. Das heißt, Sie können eine Majorante eingeben. Die Majorante ist einfach die Summe der Beträge der yi von i gleich 1 bis n. Und wenn die yi selber quadratisch integrierbar sind, ist das natürlich auch eine endliche Summe quadratisch integrierbar. Und wir werden nachher gleich sehen, bei dem mn Hut von x sieht eigentlich genauso aus, nur das yi wird durch m von xi ersetzt. Und dann ist das eben auch quadratisch integrierbar, weil mit Jensen auch das m von xi mit yi ist auch m von xi oder mit y ist auch m von xi quadratisch integrierbar. Okay, also hier können wir noch sagen, beachte,
unser MN Hut, unser MN Hut und unser M von X sind quadratische Derivate. MN Hut von X. Eigentlich MN von X. MN Hut von X, M von X, quadratische Derivate. Ja, ich muss zugeben, ich hatte mir vorgenommen, ich schreibe ein bisschen schöner an die Tafel. Nachdem ich in der Vorlesungsumfrage den Kommentar neulich hatte, dass es mit dem iPad fast besser war, habe ich gedacht, ja, weil da kommt was, da war es der Aufschritt systematisch, habe ich mir eigentlich vorgenommen, ich schreibe schöner an die Tafel, ja, soweit zu den guten Vorsätzen. Also hier steht der achte MN von X, MN Hut von X und M von X sind quadratische Integrierbar. Und das sichert Ihnen eben, dass das Produkt auch integrierbar ist. Okay, und dann sehen Sie eigentlich, jetzt muss ich doch drunter weiter schreiben. Also hier sind wir noch bei dem da. Mache ich hier vielleicht so eine Klammer hin, dass man nachher sieht, wo es hingehört. Das gehört noch in den geklammerten Text rein. Das ist jetzt also M in Hut von X. Und das M von X. Und dann sehen Sie, der bedingte Erwartungswert von MN von X gegeben, X1 bis X, also der bedingte Erwartungswert der Differenz hier ist ja die Differenz der bedingten Erwartungswerte. Der bedingte Erwartungswert von dem MN von X gegeben, X1 bis Xn ist einfach MN Hut von X. Und das MN Hut von X selber ist messbar bezüglich groß X, von X1 bis Xn erzeugten Sigma Algebra. Das heißt, der bedingte Erwartungswert davon ist MN Hut von X. Es wird hier nichts. Ne? Und dann sehen Sie, hier steht 0. Dann ist das Ganze gleich 0. Und hier ist der Einschub von gerade eben beendet. Dann sind wir soweit und dann können Sie das Ganze wieder zurückschreiben. Sie können ausnutzen, der Erwartungswert von der Summe ist die Summe der Erwartungswerte. Der Erwartungswert des bedingten Erwartungswertes ist der totale Erwartungswert. Das heißt, wir kommen hier auf gleich Integral. Das erste gibt den Erwartungswert des bedingten Erwartungswerts, also den totalen Erwartungswert. Wir kommen auf mn von x minus mn hoch von x zum Quadrat von dem Erwartungswert. Und das zweite gibt den Erwartungswert von M in Hut von X mit M in Hut von X. M in Hut von X minus M von X. Und das Ganze integriert dx dx. Und dann kann ich mit der Linearität des Integrals das wieder auseinanderziehen und nochmal Fubini anwenden und es umschreiben als zwei erwartete Erwartungswerte von Integralen. Das erste ist der Erwartungswert Integral von m von x. Px dx und das zweite ist der Erwartungswert vom Integral von m in Hut von x minus m von x. Und das sind zwei Terme. Und wir bezeichnen jetzt den ersten als integrierten Varianzterm und den zweiten als integrierten Bias. Und der
zweite ist die integrierte Variable. Eigentlich, naja, ich habe hier, das könnten wir vielleicht andere bezeichnen. Also ich bezeichne als erwartete integrierte Varianz und erwarteten integrierten Weiß. Das sollte ich vielleicht richtig bezeichnen. Sorry. Als erstes die erwartete integrierte Varianz und das zweite ist der erwartete integrierte Bias. Okay, und jetzt gucken wir uns noch das Elmenhut ein bisschen genauer an. Hierbei gilt, Elmenhut von x ist ja der bedingte Erwartungswert von meinem Schätzer gegeben, x1 bis xn. Wir schreiben es einfach mal hin, bedingter Erwartungswert. Und Schätzer waren hoch, also Standard-Kant-Schätzer. Summe i gleich 1 bis n. Summe i gleich 1 bis nk von klein x minus groß xi durch hn mal yi durch die Summe aller k von x minus xj durch hn, also Summe j gleich 1 bis n. Und davon den bedingten Erwartungswert gegeben, die x1 bis xn. Das war Elmenhut. Und das, behaupte ich, ist jetzt das Gleiche, wie wenn wir einfach den bedingten Erwartungswert zu den yi reinsetzen und dann den bedingten Erwartungswert von den einziehen, dann den bedingten Erwartungswert bei den yi gegeben, x1 bis xn, durch m von xi ersetzen. Also da steht de facto die gleiche Formel wie beim Kant-Schätzer, nur mit yi ersetzt durch m von x. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum gilt das? Und nachdem Sie mal wieder keine Fragen haben, habe ich eine Frage und mache direkt die Pingo-Umformung, die Pingo-Umfrage, Bildschirm freigeben. Pingo-Umfrage zur 20. Vorlesung am 28.06.2021. Bei der letzten Umfrage haben wir verwendet, erstens, die Unabhängigkeit der Daten, zweitens die identische Verteiltheit der Daten, drittens die Rechenregeln für bedingte Erwartungswerte, viertens die Integrierbarkeit der yj oder fünftens sogar die quadratische Integrierbarkeit der yj. Welche der Eigenschaften brauchen Sie hier? Und ich tue es mal starten. Und es ist pingo-coactum.de 022. 2, 4, 5. Ich gucke mir mal genauer hin. pingo-coactum.de 022245. Bei der letzten Umformung haben wir verwendet.
Haben wir verwendet die Unabhängigkeit der Daten? Haben wir verwendet die identische Verteiltheit der Daten? Haben wir verwendet die Rechenregeln für bedingte Erwartungswerte? Haben wir verwendet die Integrierbarkeit der YJ? Oder haben wir verwendet die quadratische Integrierbarkeit der YJ? Und die letzte Umformung war eben gerade diese Sache, wo ich den bedingten Erwartungswert von mn von x gegeben, groß x1 bis groß xn ausgerechnet habe oder umgeschrieben habe. pingo-coactum.de 022245. Was haben wir verwendet? Das war ja irgendwie falsch. Bitte hier hin. Bei der letzten Umformung haben wir verwendet. Haben wir verwendet die Unabhängigkeit der Daten? Haben wir verwendet die identische Verteiltheit der Daten? Haben wir verwendet Rechenregeln für bedingte Erwartungswerte? Haben wir verwendet die Integrierbarkeit der YJ? Oder haben wir sogar die quadratische Integrierbarkeit der YJ verwendet? Was brauchen wir dafür? Also die letzten zwei Alternativen sind natürlich so zu verstehen, wir haben natürlich die quadratische Integrierbarkeit, aber brauchen wir die wirklich? Aber da brauchen wir nur die Integrierbarkeit. Sie haben die letzten 17 Sekunden laufen. pingo-coactum.de 022245. Was haben wir bei der letzten Umformung verwendet? Dann schauen wir gleich mal, was Sie sagen, was wir brauchen. Sie sagen, wir haben die Unabhängigkeit verwendet. Sie sagen, die identische Verteiltheit haben wir nicht verwendet. Also, die Unabhängigkeit sagen 50%, die identische Verteiltheit 10%, die Rechenregeln für bedingte Erwartungswerte 100%, die Integrierbarkeit 50% und die quadratische Integrierbarkeit 50%. Okay, dann gucken wir uns mal an, was haben wir wirklich verwendet? Was brauchen wir hier? Also, wie geht's? Sie können als erstes die Summe aus dem bedingten Erwartungswert rausziehen, Rechenregeln für bedingte Erwartungswerte. Dann haben Sie bedingten Erwartungswert innerhalb der Summe stehen und den Nenner lassen Sie auch noch stehen. Dann sehen Sie diese ganzen Termen mit k von x minus xi durch hn geteilt durch die Summe j gleich 1 bis n, k von klein x minus xj durch hn, die sind ja messbar bezüglich x1 bis xn. Das heißt, die ziehe ich raus, dann habe ich meinen bedingten Erwartungswert bei den yi stehen. Das heißt, dann steht der bedingte Erwartungswert von yi gegeben x1 bis xn da. Wieder brauchen Sie dazu die Rechenregeln für bedingte Erwartungswerte. Aber was Sie auch noch brauchen an der Stelle, ist ja das gleiche Spiel wie vorhin. Sie brauchen die Integrierbarkeit vom Produkt. Wo kommt die Integrierbarkeit vom Produkt her? Naja, eigentlich ganz einfach. Das Produkt ist ja der Ausdruck hier. Das können Sie betragsmäßig nach oben abschätzen, indem Sie einfach dieses k von x minus xi durch hn durch die Summe j gleich 1 bis n k von x minus xj durch hn durch 1 nach oben abschätzen. Das heißt, Sie können es betragsmäßig nach oben abschätzen durch yi und dafür brauchen Sie die Integrierbarkeit der yi, aber nicht die quadratische Integrierbarkeit. Natürlich können Sie jetzt argumentieren, die quadratische Integrierbarkeit brauche ich, weil sie mir die Integrierbarkeit impliziert. Aber eigentlich reicht an der Stelle die Integrierbarkeit. Dann haben Sie den bedingten Erwartungswert von yi gegeben, groß x1 bis groß xn. Und dann führe ich zunächst zurück auf die bedingte Erwartung von yi gegeben xi. Das geht, weil der Zufallsvektor xi, yi ist von den weiteren Zufallsvariablen x1 bis xi minus 1, xi plus 1 bis xn unabhängig, aufgrund der Unabhängigkeit der Daten. Das heißt, ich habe die Unabhängigkeit der Daten verwendet, dann den bedingten Erwartungswert, dann steht hier nur noch der bedingte Erwartungswert von yi gegeben groß xi, den schreiben Sie um als faktorisierten bedingten Erwartungswert von yi gegeben groß xi gleich einem kleinen x, wo das x gleich dem groß xi ist. Und der faktorisierte bedingte Erwartungswert von groß yi gegeben xi hängt nur von der gemeinsamen Verteilung von xi, yi ab und aufgrund der identischen Verteiltheit der Daten ist diese gemeinsame Verteilung stimmt überein mit der
gemeinsamen Verteilung von xy oder der Verteilung von xy. Und damit ist es gerade der bedingte faktorisierte bedingte Erwartungswert von groß y gegeben groß x gleich klein x mit x gleich xi, was gerade m von x groß xi ist. Das heißt, an der Stelle habe ich dann auch noch die identische Verteiltheit der Daten verwendet. Das heißt, Sie haben eigentlich alles verwendet, bis auf die quadratische Integrierbarkeit. Man könnte aber auch argumentieren, man hat die quadratische Integrierbarkeit verwendet, weil die ja die Integrierbarkeit impliziert. Okay, Fragen soweit? Wenn ja, melden Sie sich im Chat. Ich kann so lange ja mal die Fotografie wieder mischen. Wenn Sie natürlich Fragen zur vorderen Tafel hätten, sollten Sie sich schnell melden. Okay, ich sehe keine Fragen. Was wir jetzt im Folgenden machen, wir schätzen eben separat die erwartete integrierte Varianz und den erwarteten integrierten Bias. Ich fange mal an mit der Abschätzung des erwarteten integrierten Bias. Also wir müssen abschätzen den Erwartungswert vom Integral von m in Hut von x minus m von x px dx. Ich gucke mir erstmal den Integranten an. Da genügt es natürlich, oder der Integrant kann ich ja das Integral einschätzen, einschränken auf eine Menge von Maß 1. Das heißt, ich kann es einschätzen auf den Support und der Support war groß S. Und für x Element groß S gilt, wir gucken uns an, m in Hut von x minus m von x zum Quadrat. Das m in Hut sehen Sie da oben. Da ziehe ich das m ab und jetzt betrachte ich eben zwei Fälle. Entweder die Summe der j gleich 1 bis n k von x minus xj durch hn ist größer 0. Oder sie ist gleich 0. Also k war ja die Indikatorfunktion zur Einheitskugel. Das heißt, es kommen nur Werte größer gleich 0 raus. Wenn es größer 0 ist, dann kann ich das m von x einfach in die Summe reinziehen. Das heißt, ich komme auf die gleich zum Quadrat, mal eben den Indikator, dass diese Summe der k von x minus xj größer 0 ist.
Oder eben diese Summe ist gleich 0, ja, dann kann ich aber dann ist aber der m-Hut von x einfach gleich 0, weil ich habe ja 0 durch 0 gleich 0 und dann bleibt einfach nur m von x zum Quadrat übrig. Also sind hier. Dann beim ersten Term wird sich die Jensensche Ungleichung also Jensen. Wir wissen ja, die Abbildung x nach x² ist konvex. An der Stelle steht dann einfach diese konvexe Abbildung und davon eine Konvexkombination. Und das ist eigentlich eben kleiner gleich als die entsprechende Konvexkombination der einzelnen abgebildeten Werte. Das heißt, ich kann das Quadrat einfach zu m von x hin plus m von x reinziehen und es wird dann größer gleich. Dann kommen wir auf kleiner gleich und gleich 1 bis n davon x minus xi durch hn mal n von xi x zum Quadrat durch mal einen Indikator, aber ich kann den Indikator auch mit 1 nach oben abschätzen. Ich mache es höchstens größer gleich. Indikator brauche ich nicht mehr weiter. Und nütze einfach aus, wenn der Indikator gleich 0 ist, steht ja sowieso 0 durch 0 da. Das heißt, eigentlich kann ich den Indikator auch genauso gut weglassen. Plus m von x zum Quadrat mal den Indikator, dass die Summe gleich 0 ist. Sind wir hier. Und jetzt, Sie verzeihen vielleicht, wenn ich aus Platzmangel ein bisschen Farben einsetze, sonst wird meine Tafel zu voll. Sieht man das Gelb? Ja, schier nicht. Das Gelb ist vielleicht keine so tolle Farbe, aber ich habe ja auch noch Rot. Rot sieht man vielleicht noch deutlicher. Wir haben ja unser M war PC glatt, also Hölder stetig mit Hölder-Koeffizient P und Hölder-Konstante groß C. Zumindest wenn die Argumente im Support liegen. Das klein x ist nach Voraussetzung für x Element S gilt, habe ich geschrieben. In S und x ist ja fast sicher, auch in S, weil S Wahrscheinlichkeit 1 hat. Das heißt, aufgrund der PC-Glattheit können Sie das abschätzen durch c² mal die Norm. Mal die Norm von xi minus x hoch 2p. Da eben MPC-Glatt. Und dann können Sie noch folgendes ausnutzen, dass eben k von x minus xi durch hn ist ja gleich 0, falls die Norm von, also k war ja der naive Kern, also die Indikatorfunktion zur Einheitskugel, S1, 0. Daraus folgt unser k von x minus xi durch hn ist 0, falls die Norm von x minus xi größer als h1.
Damit sehen Sie, ich kann eben in der Norm von xi minus x, kann ich die Norm von xi minus x durch h einbeschränken. Um den Fehler zu machen, weil überall, obwohl es nicht plus Klammer gleich hn ist, ist der Summand gleich 0. Dann steht da ein c Quadrat mal h hoch 2p und der ganze Rest, also kann ich dann rausziehen, der ganze Rest Zähler ist gleich Nenner, ist dann 1 bzw. kleiner gleich 1, weil ich habe ja einen Fall 0 durch 0. Das heißt, ich komme auf ein kleiner gleich c Quadrat mal h hoch 2p plus das zweite Quadrat von i von x zum Quadrat mal Indikator. Dass die Summe j gleich 1 bis nk von x minus x durch h gleich x. Also wir haben jetzt für unseren Integranten beim integrierten, erwarteten integrierten Bias gezeigt, er ist kleiner gleich als c Quadrat mal h hoch 2p plus m von x zum Quadrat mal diesen Indikator hier. Und dann sehen Sie, der Erwartungswert von dem Integral ist eben kleiner gleich als, naja, können Sie auseinanderziehen, in eine Summe von zwei Termen, der erste ist c Quadrat mal h hoch 2p und beim zweiten müssen Sie eben das hier noch davon das Integral, den Erwartungswert vom Integral ausrechnen. Das machen wir gleich vorher bestimmt. Sind Fragen soweit? Sie melden sich schon wieder, wie immer, im Chat, ne? Fragen haben. Also, daraus folgt. Damit. Jetzt gucken wir uns das an, was wir abschätzen wollen, den erwarteten integrierten Bias. Also Erwartungswert vom Integral von m in Hut von x minus m von x zum Quadrat bx dx. Ich habe den Integranten, also dieses Quadrat, habe ich abgeschätzt durch diese Summe der zwei Terme hier. Dann ist der Erwartungswert vom Integral ist dann eben ein Ausdruck über eine Summe. Es gibt die Summe der beiden Einzelausdrücke. Der erste ist einfach eine Konstante, integriert bezüglich dem Wahrscheinlichkeitsmaß, gibt die Konstante, Erwartungswert davon berechnet, gibt die Konstante. Das heißt, der erste Ausdruck ist einfach c Quadrat mal h log 2p. Und beim zweiten muss ich eben noch den Erwartungswert vom Integral da berechnen. Da ziehe ich erstmal dieses m von x zum Quadrat mit der oberen Schranke
raus. Ich schätze grob ab, durch das Supremum war alle z aus dem Support von x, also den Support z aus s, also dem Support von x, von n von z zum Quadrat dz. Und dann bleibt noch der Erwartungswert vom Integral übrig. Ich wende einmal Fubini, ziehe den Erwartungswert rein, dann verwandelt sich die Indikatorfunktion in eine Wahrscheinlichkeit und ich bekomme über Integral über eine Wahrscheinlichkeit von der Summe i gleich j gleich 1 bis n x minus xj durch hn gleich 0. Also wir sind hier. Ja, dann gucken wir uns das Integral genauer an. Hierbei dieses Integral. Px dx, das gucke ich mir genauer an. Naja, unser k ist ja die Indikatorfunktion zur Einheitskugel. Die Summe ist damit gleich 0, genau dann, wenn die x minus x1 durch hn bis x minus xn durch hn nicht in der Einheitskugel drin sind. Ja. Wie machen wir das? Ich schreibe es vielleicht um als Einzelkugeln gleich Integral wie von. Also x1 ist dann eben, also x k von x minus, also weil eben k dabei, schreibe es drüber. Da k die Indikatorfunktion zur Einzelheitskugel ist, ist dann eben x minus groß x1 durch hn nicht in s1,0 drin. Das heißt groß, das schreibe ich jetzt um, was heißt das für x1? X1 ist nicht Element in shn von klein x. Das gleiche für x2 und so weiter bis xn ist auch nicht in shn drin. Ist nicht über den SH in klein x, px dx. Und dann nutzen Sie die Unabhängigkeit der x1 bis xn aus. Das ist dann das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. Dann nutzen Sie die identische Verteiltheit aus. Das ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass x1 nicht in SHn steht in S-Index hn, ich weiß nicht, ob Sie den Index lesen können, ich schreibe vielleicht mal deutlicher, das Index hn von x drin ist hoch n und das ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass x1 in shn von x ist und das Ganze dann hoch n. Also aufgrund der Tatsache, ja, und wie zerbreche ich hier noch in die Kreide? Dass x1 bis xn eben UIV sind, also unabhängig identisch verteilt. Komme ich dann eben aufs Integral von 1 minus px, x1 von s von x. Hoch n. Und jetzt sehen Sie vielleicht schon noch, was hinausläuft. Übliche Trick, 1 plus z ist leider gleich e hoch z. Das
Das heißt, das kann ich auch abschätzen nach oben durch ein E hoch minus n mal E hoch minus px1 von sh1 von phi x. Das Ganze hoch n gibt ein E hoch minus n mal px1 von h1 von x. Und eigentlich, ich mache es vielleicht nochmal, ich schreibe noch px um. Also ich nutze aus x, x1 bis xn sind UV. Schreiben wir hier px in, wenn wir das gleich nachher brauchen, muss ich x einschreiben. Dann kommen wir auf den Kleiner gleich, also 1 plus z, Kleiner gleich e hoch z. Integral von e hoch minus n mal. Integral e hoch minus n mal px sh n von x px dx. Und den Ausdruck kennen Sie auch schon, hatten wir auch schon mal abgeschätzt. Jetzt schreiben Sie eben künstlich n mal px sh n von x davor und teilen durch das. Und dann dieses n mal px sh n von x mal e hoch minus n mal px sh n von x. Da steht da nicht sh n, kein sn. Sh n von x. Schätzen Sie ab durch das Maximum aller z aus r plus von z mal e hoch minus z. Z mal e hoch minus zx ist kleiner gleich Maximum z Element r plus z mal e hoch minus z. Und dann bleibt noch das Integral übrig über 1 durch n mal dx. Und dann wissen Sie, das erste können Sie elementar ausrechnen, das wird maximal für z gleich e, also einfach Ableitung 0 setzen, dann sehen Sie es. Das ist also 1 durch e. Und das zweite war unser Lemma 311. Wenn Sie sich nochmal erinnern, ich gehe mal zurück schnell auf die Wiederholungsfolie, hatten wir gerade vorhin. Wir hatten Lemma 311. Ist s gleich Support von px beschränkt, so gilt für eine nur von d und dem Durchmesser von s abhängende Konstante c Hut. Integral über 1 durch n mal px sh n von x px dx ist kleiner gleich c Hut durch n mal h n hoch d. Genau das haben wir hier. Dann kommen Sie hier auf kleiner gleich c Hut durch n mal h n d. Und dann fassen wir alles zusammen. Also insgesamt folgt, unser erwarteter integrierter Bias ist jetzt kleiner gleich, also den hatten wir ja hier. Erste schreibe ich einfach ab, c Quadrat mal h n hoch 2p. Und dann kommt eben eine Konstante, also eigentlich c Hut durch e plus c Hut durch e mal dem Maximum von m von z zum Quadrat. Durch n mal h hoch d. Und das sieht schon so ziemlich aus wie in unserer Behauptung. Ne? Unsere Behauptung ging ja darauf hinaus, dass wir in c Quadrat durch h n hoch 2p als zweiten Term hatten und der erste war eine Konstante mal diesen Maximum plus Sigma Quadrat durch n mal h n hoch d. Das heißt, was wir jetzt noch zeigen müssen,
ist, dass der erwartete integrierte, die erwartete integrierte Varianz eben klar der gleiche Konstante mal Sigma Quadrat durch n mal h hoch dx. Dann sind wir fertig. Gut, sind Fragen soweit? Ich fange mal wieder an, die vordere Tafel zu wischen. Sie können sich ja sozusagen überlegen, ob Sie Fragen haben. Fragen soweit? Ich sehe keine. Dann kommen wir zur Abschätzung des Varianzterms. Wir gucken uns mal an, was müssen wir abschätzen. Also wir hatten ja den Erwartungswert vom der Varianz der die erwartete integrierte Varianz war ja der Erwartungswert vom Integral von mn von x minus mn hoch von x zum Quadrat x dx. Ja, man sieht noch nicht, was man machen muss, also setzen wir vielleicht einfach mal ein. Was war mn von x, war unser Schätzer, was war mn hut? Das war der bedingte Erwartungswert davon gegeben, x1 bis xn. Da konnten wir einfach die yi durch die m von x ersetzen. Das heißt, die Differenz von den beiden kann ich hinschreiben wie den Schätzer, nur mit yi ersetzt durch yi minus m von x. Machen wir das mal. Also Erwartungswert Integral der Quadrat von Summe i gleich 1 bis n k von groß k von klein x minus xi durch hn mal y minus m von xi. Durch die Summe j gleich 1 bis n k von x minus xj durch hn. Hier. Und wie sollen Sie das jetzt ausrechnen? Naja, kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Ist ja im Prinzip der gleiche Ausdruck, den wir auch in dem Satz von Stone, war glaube ich Satz 3.5, nein, war Satz 3.4, war Satz von Stone angeguckt hat. Da hatten wir so eine Summe i gleich 1, da hatten wir einen lokalen Durchschnittsschätzer. Mn von x war die Summe i gleich 1 bis n bni. Von klein x mal yi. Und wir haben uns dann als einen der Terme angeguckt,
den Erwartungswert vom Integral zum Quadrat von Summe i gleich 1 bis n, bni von x mal yi minus m von xi. Und der Trick war damals, wir haben dann einfach den Erwartungswert ausmultipliziert und hatten ausgenutzt, dass die bedingten Erwartungswerte alle gleich 0 sind. Und das Gleiche können Sie hier auch machen. Das heißt, Sie ziehen den Erwartungswert einfach rein. Also Sie ziehen den Erwartungswert mal rein. Ich kann natürlich auch einen bedingten Erwartungswert reinziehen. Eigentlich müsste ich, hatte ich damals einen. Also eigentlich sehen Sie es, dass wenn Sie den bedingten Erwartungswert von x1 bis xn ausrechnen, dass dann die gemischten Produkte gleich 0 sind, aber genauso gut sind die auch, sind auch vom totalen Erwartungswert die gemischten Produkte gleich 0. Das heißt, ich ziehe den Erwartungswert einfach mal ein. Dann bin ich hier. Und dann multiplizieren Sie einfach diese Summe i gleich 1 bis n. Jetzt das Gewicht ist k von x minus xi durch Summe j gleich 1 bis n, k von x minus xj durch hn mal den yi minus m von xi multiplizieren Sie aus, bekommen Sie eine Doppelsumme und wie im Satz, Beweis von Satz 3,4 folgt der Erwartungswert der gemischten Terme ist gleich 0. Also da kommt doch dann eben so ein yi minus m von xi mal yj minus m von xj ab. Und wenn Sie das bedingen auf x1 bis xn und vielleicht noch yi und y und j ist ungleich i, dann können Sie alles rausziehen bis den Faktor yj minus m von xj und da der bedingte Erwartungswert gibt dann gerade m von xj minus m von xj gleich 0. Also kommen hier auf, wie im Beweis von Satz 3,4. Es ist eben der Erwartungswert der gemischten Terme gleich 0. Das heißt, ich komme auf das Integral ich ziehe gleich die Summe raus. Dann haben Sie den Erwartungswert. Und jetzt habe ich einfach das Quadrat ganz brutal ausmultipliziert. Das heißt, dann bekomme ich das k zum Quadrat. X plus xi. Ich habe ein Quadrat. Gleich 1 bis n. Quadrat habe das hier und das zweite habe ich noch ein y minus m von xi. Dann kommen Sie noch auf px. Dann sind wir hier. Also Sie multiplizieren einfach aus, die Summe verwandelt sich in eine Doppelsumme und der Erwartungswert von allen gemischten Gliedern ist gleich 0. Zeigen Sie den Beweis von Satz 3,4 und dann sind Sie hier. Dann nutzen Sie aus, das k² ist ja gleich dem k. Also wir haben ist 1 von 0. Daraus folgt unser k² von z ist gleich k von z, weil k von z ist ja dann entweder 0 oder 1. Eine z aus s oder auch für eine z aus rd sogar. Das heißt, ich kann das Quadrat drin lassen und dann mache ich Rechenregeln für bedingte Erwartungswerte. Ziehe den Bilde von dem Erwartungswert, dem bedingten Erwartungswert gegeben, groß x1 bis groß xn und ziehe den dann gleich wieder, ziehe dann gleich diesen Faktor k von x minus xi durch hn durch Summe j gleich 1 bis n k von x minus xj durch hn raus. Also Rechenregeln bedingte Erwartungswerte. Ich
machen wir das. Was steht da noch da? Das Integral lassen wir stehen. Die Summe lassen wir auch stehen. Erwartungswert lassen wir stehen. Jetzt habe ich einen bedingten Erwartungswert gegeben. Also der Erwartungswert ist gleich der Erwartungswert vom bedingten Erwartungswert gegeben, die x1 bis xn. Ich kann die messbaren Faktoren rausziehen. Also wie vorher sehen Sie, die Integrierbarkeit des Produktes ist hier kein Problem, weil eben diese Faktoren yi minus m von x y zum Quadrat aufgrund der quadratischen Integrierbarkeit der yi diesmal integrierbar sind. Und diese Vorfaktoren, die übrig bleiben, sind ja alle durch 1 beschränkt. Dann lasse ich das stehen. K von x minus xi durch kn durch Quadrat. Und dann bleibt hier eben noch übrig der bedingte Erwartungswert der yi minus m von xi zum Quadrat. Gegeben x1 bis xn, aber die x1 bis xi minus 1 und die xi plus 1 bis xn sind von xi, yi unabhängig. Das heißt, ich kann hier auch genauso gut nur xi anschließend schreiben. Also ich mache nochmal eine Umformung gleich mit, weil mir geht der Platz aus. Also ich habe hier auch noch plus Unabhängigkeit. Ich habe hier gleich noch eine Umformung mehr gemacht. Dann sind wir an der Stelle und jetzt würde ich ganz gern diesen bedingten Erwartungswert von yi minus m von xi zum Quadrat gegeben xi nach oben abschätzen und zwar durch Sigma Quadrat. Ah, hier ist eine Frage. Da müsste eine Klammer fehlen oder bei dem Erwartungswert. Da fehlt eine Klammer. Vielen Dank für den Hinweis. Also die Klammer geht auf vom totalen Erwartungswert und die Klammer muss natürlich auch irgendwie dazu gehen. Hier. Dankeschön für den Hinweis. Also ich habe hier zwei Umformungen auf einmal oder mehrere Umformungen auf einmal gemacht. Ich habe gesagt, der Erwartungswert ist der Erwartungswert. Bedingte Erwartungswerte geben x1 bis xn. Ich habe dann diesen messbaren Faktor rausgezogen und ich hätte hier dann eigentlich einen Erwartungswert bezüglich x1 bis xn, aber ich konnte wieder alle bis auf xi weglassen aufgrund der Unabhängigkeit. Jetzt sind wir hier, jetzt gucke ich mir das genauer an. Ja, ich wische vielleicht dafür einmal.
Wir gucken uns mal diesen bedingten Erwartungswert für y minus m von x zum Quadrat gegen x an. Sie ahnen vielleicht schon so ein gleicher Trick, wie wir vorhin schon hatten, als wir uns den bedingten Erwartungswert von y gegen x angeguckt haben. Wir gucken uns diesen bedingten Erwartungswert von y minus m von x zum Quadrat gegen x an. Das kann ich ja jetzt ich gucke mal wieder den faktorisierten bedingten Erwartungswert an. Das ist der faktorisierte bedingte Erwartungswert, gegeben groß xi gleich x und für x setze ich xi ein. Also ich schreibe es umständlich so hin und dann nütze ich eben aus, dass xy wie xiy verteilt sind. Also Sie haben die gemeinsame Verteilung von xy ist gleich der gemeinsamen Verteilung von xiy. Und so faktorisierte bedingte Erwartungswerte hängen ja nur von der gemeinsamen Verteilung ab. Das heißt, das ist das gleiche wie der faktorisierte bedingte Erwartungswert, wenn ich die Zufallsvariablen x, y, i durch x, y ersetze. Aber hier bleibt natürlich als kleinen Wert setze ich wieder x, i an. Ne? Und jetzt kommt eben unsere Voraussetzung dieser, oder das kann ich jetzt abschätzen durch das Supremum z aus s, also groß xi ist ja mit Wahrscheinlichkeit 1 im Support von dem faktorisierten bedingten Erwartungswert von y minus m von x zum Quadrat gegeben x gleich z. Und das müsste jetzt eigentlich in unserem Satz drin stehen. Ich gehe nochmal zurück auf unseren Satz direkt. Lassen Sie mich nochmal kurz reingucken. Ne, das war das Falsche. Ich wollte nicht auf Pingo, sondern ich wollte unseren Satz freigeben. Das ist schon wieder das Falsche. Ich wollte die Wiederholungsfolie haben. Die Wiederholungsfolie haben wir hier. Gehen wir eins runter. Da steht ja drin, also was hier steht, ist die bedingte Varianz von groß y gegeben x gleich x. Nach Definition der bedingten Varianz. Und das ist kleiner gleich Sigma Quadrat. Das hier ist kleiner gleich Sigma Quadrat nach Voraussetzung. Ja, aber dann sehen Sie, dann bin ich schon ziemlich weit, weil jetzt kann ich an dieser Stelle eben das Ganze hier durch Sigma Quadrat ersetzen. Machen wir das. Und dann ziehe ich gleich die Summe wieder in den Erwartungswert rein. Oder ich lasse es vielleicht nochmal stehen. Damit, was habe ich hier geschrieben? Mit dem folgt das, was mich interessiert, war der Varianztheorem. Der ist jetzt also kleiner gleich als den Integral von vorhin, was ich habe, wenn ich da einfach diesen bedingten Erwartungswert durch Sigma Quadrat ersetze. Kann ich den gleich mal rausziehen. Dann kommen wir auf Erwartungswert. Summe i gleich 1 bis n. Und dann nochmal, ja, also Integral, Summe i gleich 1 bis n, jetzt kommt der Erwartungswert.
Und da steht dann k von x minus x i durch hn durch die Summe wird gleich 1 bis n k von x minus x j durch kn. Dann kommt noch ein Weg dx. Und dann sehen Sie auch, was ich mache. Jetzt ziehe ich die Summe wieder in den Erwartungswert rein. Dann habe ich die Summe geteilt durch die Summe zum Quadrat. Dann kürze ich die Summe, muss aber aufpassen, ich habe den Fall 0 durch 0, der ist gleich 0. Das heißt, ich habe nicht 1 durch die Summe, sondern ich habe 1 durch die Summe mal den Indikator, dass die Summe größer 0 ist. Also ich komme auf Sigma Quadrat mal Integral Erwartungswert von 1 durch die Summe mal dem Indikator, dass die Summe größer 0 ist. Also wir sind hier. Also und der Indikator ist natürlich auf der gleichen Höhe wie der Bruch, also der stetigen Wert. Also ich habe einfach Summe durch Summe zum Quadrat. Kürze einmal die Summe, muss aber aufpassen, ich habe den Fall 0 durch 0. Deswegen kommt noch der in dem Fall, dass die Summe gleich 0 ist, ist das gleiche Ausdruck gleich 0. In dem Fall, dass der Summe ungleich 0 ist, kommt eben das raus. Deswegen kommt das mal im Indikator raus. Ja, und das könnte Ihnen jetzt eventuell bekannt vorkommen, wenn Sie das mal scharf angucken. Dieses Summe j gleich 1 bis n von k von x minus x j durch hn ist ja, naja, dieser k war der naive Kern, der ist entweder 1 oder 0. Da setzen Sie x minus x j durch hn an, die x j sind unabhängig identisch verteilt, dann kommt eine Binomialverteilung raus. Das heißt, hier steht 1 durch eine Binomialverteilung mit n Freiheitsgraden bei dem Indikator, dass die Binomialverteilung mit n Freiheitsgraden größer 0 ist. Das hatten wir in Lemma. Ja, das muss ich nachgucken. 3,5 oder 3,6? Lemma 3,6 abgeschätzt. Und das machen wir jetzt. Da fehlt wieder eine Klammer am Ende, ja, hartnäckig, ne? Danke Frau Ludwig, schon zum zweiten Mal der Hinweis. Sie haben komplett recht. Aber jetzt müsste es stimmen. Dankeschön. Also wir sind soweit. Jetzt nutzen wir eben aus, kleiner gleich, also unser K ist der naive Kern.
Das impliziert, dass unsere Summe j gleich 1 bis nk von x minus xj durch h in eben eine BNP-Verteilung ist. Und p ist dabei die Wahrscheinlichkeit, dass die einzelne Summe gleich 1 wird. Und was ist das hier? Da muss eben x minus xj durch h in den S1, 0 liegen. Das heißt, xj muss in S hn von x liegen. Das heißt, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auftaucht, ist px von S hn von x. Und dann hatten wir eben Lemma 3,6. Und Lemma 3,6 hat gesagt, der Erwartungswert von, also groß B ist eine BNP-verteilte Zufallsvariable, dann ist der Erwartungswert von 1 durch B mal Indikator von B größer 0 kleiner gleich als 1 durch N plus 1 mal P. Konnten wir elementar nachrechnen. Das heißt, wir kommen hier auf Sigma Quadrat mal Integral kleiner gleich N plus 1. Mal p, p ist px von shn von x. px dx. Und wenn Sie das jetzt scharf angucken, dann sehen Sie, das ist der Ausdruck, den hatten wir auch schon mal vorher. Sie können natürlich nach oben abschätzen, indem Sie n plus 1 durch n ersetzen. Und dann steht ja die Form von Lemma 3,11a da. Und Lemma 3,11 hat er gesagt, das ist kleiner gleich C Hut mal n 1 durch n mal h n hoch t. Wir setzen jetzt noch Lemma 3,11 ein. Dann ist es kleiner gleich als Sigma Quadrat mal C Hut durch n mal h n hoch t. Und das war das, was ich gesagt habe, was wir noch zeigen sollten. Das heißt, wir sind fertig. Fragen soweit? Also ich muss gestehen, ich habe ein paar Nummern vergessen. Ich habe die 3,14 vergessen, die 3,13 und die 3,12 hinzumachen. Also die Nummern werden später springen, aber die brauche ich auch nicht mehr im Weiteren. Eigentlich hatte ich... Ich habe eine Nummer gegeben für die Zerlegung in erwarteten L2-Fehler, in erwarteten integrierten Varianz und erwarteten integrierten Bias. Dann hatte ich eine Nummer gegeben für die Abschätzung des Bias-Terms und eine Nummer für die Abschätzung des Varianz-Terms. Also drei neue Nummern gezählt. Okay, Sie sehen, weiß einfach nur ein Durchrechnen. Ein bisschen mühsam. Sie können sich auch vorstellen, wenn das Ihre Prüfungsfrage ist. Ist eigentlich nicht schwer, ne? Oder so, aber er wird dafür ein bisschen länger. Also Sie würden halt in einer halben Stunde so viel aufschreiben, oder Sie würden sich dann eine Viertelstunde dafür Zeit nehmen und so viel aufschreiben, wie Sie in der Viertelstunde hinbekommen. Mehr könnten Sie nicht machen. Also alles würden Sie nicht schaffen. Gut, dann werden wir uns das nochmal angucken, unseren Satz. Ich mache nochmal einen Bildschirm freigeben auf unsere Wiederholungsfolie, wo der Satz drauf war. Jetzt können Sie sagen, okay, jetzt minimieren Sie diese rechte Seite von dem Satz 3,10 mal bezüglich der Bandbreite. Und dann sehen Sie, die beiden Terme verhalten sich eben unterschiedlich. Der eine fällt mit wachsender Bandbreite, das war der erste, und der zweite wächst mit wachsender Bandbreite. Das heißt, man würde es dann irgendwie ausbalancieren. Und das machen wir als nächstes. Minimieren der rechten Seite bei der Abschätzung in Satz 3,10 führt auf Minimierung. Der rechten Seite.
Seite. In Satz 3c. Schritt auf. Also, Sie haben eine Bauart. Ich minimiere bezüglich der Bandbreite und schreibe U statt der Bandbreite. Und dann haben Sie eine Bauart. Das eine war eine Konstante, die schreibe ich als groß N durch N mal U hoch D. Plus das zweite war ein C² mal U hoch 2P. Das soll jetzt minimal werden. Dann sprechen Sie, setzen Sie einfach mal die Ableitung. Gleich 0. Dann liegt 0 ist gleich f' von u. Sie schreiben die Ableitung hin. A durch n lassen Sie stehen, dann steht u hoch minus d da. Abgeleitet gibt ein minus d mal u hoch minus d hoch d plus 1. Das heißt, da steht ein minus d mal a durch n mal u hoch d plus 1. Und das zweite gibt ein plus c² mal 2p, also c² mal 2p mal u hoch 2p minus 1. Und dann setzen Sie das eben gleich 0. Dann kommen Sie auf, also bringen Sie das vielleicht auf die andere Seite, multiplizieren Sie mit u durch und bringen Sie alles, was nicht von u abhängt, wieder nach links. Dann würde rechts stehen ein u hoch 2p plus d. Unten links steht ein, naja, ursprünglich hat man d mal a durch n. Und da teilen wir dann noch durch c² durch 2pi. Also kommt ein d durch 2pi, kann ich hinschreiben, mal a durch c². Und dann können Sie u gleich ausrechnen als d durch 2pi mal a durch c² mal n mal, jetzt müssen Sie es eben noch hochnehmen, 1 durch 2 plus d. Und dann sehen Sie, was die optimale Bandbreite ist. Die optimale Bandbreite wäre jetzt dieses hn und hn gleich u. Und das a war eben diese Konstante mal Sigma² plus Subnorm von der Regressionsfunktion zum Quadrat. Und Sie sehen auch mit einem Schlag eigentlich, auf was führt es am Schluss hinaus, wenn Sie es einsetzen, kann man sich relativ, also Sie können es natürlich genau einsetzen, ist ein bisschen schwierig, aber es kommt ja auf Konstanten, kommt es nicht weiter an. Entscheidend ist, wie das a eingeht, wie das c², wie das n angeht. Das d durch 2p spielt keine große Rolle, aber Sie sehen, wenn Sie diese Konstanten abschätzen, ignorieren, aufgrund der Tatsache, dass Sie das hier gleich 0 setzen und hier haben Sie ein d plus 1 und hier haben Sie ein 2p minus 1, sind eigentlich von der Größenordnung bis auf zur Konstanten d und 2p, diese beiden Terme hier mit u hoch d und mit u hoch 2p, die sind genau gleich groß. Das heißt, wenn Sie nur die Größenordnung am Schluss wissen wollen, ist es eigentlich egal, ob Sie es da einsetzen oder da einsetzen. Es kommt beides bis auf eine Konstante die gleiche Größenordnung aus. Das machen wir das nächste Mal. Gibt dann, beziehungsweise ich schreibe es dann nur noch hin, es gibt das Korollar 312 und dann sehen Sie auch, was die optimale Konvergenzgeschwindigkeit ist. Oder Sie sehen, was die Konvergenzgeschwindigkeit ist und dann im weiteren Teil der Vorlesung werde ich Ihnen zeigen, diese Konvergenzgeschwindigkeit bekommen Sie weder für einen Kernschätzer noch für einen anderen Schätzer. Okay, sind noch Fragen soweit? Dann wäre ich für heute fertig. Wir haben heute Montag, dann sehen wir uns wieder am Donnerstag. Dankeschön.